Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 367 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ein wertvolles Horn. Bring das gestohlene Horn zu Martios. Das machen wir jetzt mal. Wo ist der Typ? Hä? Ach, der ist da oben in der Bude. Okay, dann machen wir das. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ah, da ist er ja. Hallöchen, Martios. Grüß dich, Reisender. Hier ist dein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade, das waren keine bösen Männer. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Nimm sie und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. Mhm. Können wir uns vielleicht fürs New Game Plus, ja, dann mal merken. Vini Vidi Vigo, schleiche dich im Schutze der Dunkelheit auf das Flaggschiff des Kaisers. Ja, haben wir noch einen Erfahrungspunkt erhalten. Es wird ja immer krasser. So, hier werde ich mal das Ding hier einfach nur jetzt nicht lesen, sondern einfach nur abklicken. Manchmal bekommt man dadurch noch neue Fragezeichen. So, und da hatten wir eigentlich eine ganz andere Quest. Und zwar wollten wir mit Jennifer da reden, der Sonnenstein, das hier zu Ende bringen. So, jetzt muss ich hier erstmal eine Schnellreise oder einen Schnellreisepunkt wiederfinden. Das war hier unten in der Ortschaft, glaube ich. Und von dort aus kann ich dann zu Jennifer wieder reisen, wo auch immer die sich wieder rumtreibt. Ist die immer noch auf ihrem Bötchen da? Wahrscheinlich, oder? Was? Ein Schildmaid? Ja, wegen mir. Oh, der Hexer kann fliegen. Seht das? Cool. Was der alles kann. So. Oh, oh. Autsch, 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 autsch. Ja gut, alles klar. Wunderschön. Hä, wo ist hier der Schnellreise? Bin ich blöd? Jo, andere Seite. Alles klar. So, und jetzt mal reisen wir wieder zu Jennifer und gucken mal, was die Quest da jetzt so bringt. Wie das Ganze jetzt genau da auf ihrem Boot da. Also genau, Kehrtrolde, das war das. Kann man sich eigentlich merken mal, ne? Bei Krach an Kret. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich jetzt noch so ein bisschen in die Länge zieht. Ich habe jetzt eigentlich schon, das geht jetzt recht schnell und jetzt kommen wir zum Finale. Aber nö, das ist nicht so. Da sind noch einige Veni, Vidi, Vicis oder irgendwas noch zu erledigen. Ja, Sonnenstein, die wir schon gefunden haben, ist auch so geil. Schade, dass sie das nicht berücksichtigt haben, dass wir den schon gefunden haben. Wäre cool gewesen, wenn das sogar vielleicht was anderes ausgelöst hätte. Ähnlich wie bei der Hexe, die man auch, da diese dunkle Hexe, die Mutter der Mumen, die man ja auch vorher töten kann, bevor man dorthin geht. Was war das jetzt? Och nö, oder? Ne, Leute, dann werde ich das gleich mal rausschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, ciao. Der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Jo, so ist das. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder buggy ist und ich an einem guten Punkt wieder rauskomme. Ansonsten muss ich das hier wieder wegschneiden. Mal gucken. Normalerweise hatte ich da nie so technische Probleme. Was soll das? Warum zoomt der so rein? Soll das mir noch irgendwas sagen? Merkwürdig, oder? Ist jetzt einfach der Ladebildschirm so viel verlängert worden? Jo, anscheinend. Gut. Jo, nee. Also wie gesagt, ich hatte jetzt mal einen Absturz da vom Spiel, warum auch immer, keine Ahnung. Kommt eigentlich super selten vor. Ich glaube, das hatte ich jetzt im ganzen Let's Play vielleicht noch einmal, glaube ich. Oder irgendwann mal am Anfang, glaube ich, war auch mal so irgendeine Aktion. Oder es war sogar bei Dragon Age. Kann sogar sein, dass das von der Xbox her ist, dass das gar nicht vom Spiel herkommt. Weil bei Dragon Age war es mal so genauso, dass ich einfach aus dem Spiel rausgeschmissen wurde. Keine Ahnung. Vielleicht war es gar nicht bei Witcher. Ich hoffe jetzt, wie gesagt, nur, dass ich an der richtigen Stelle wieder rauskomme, ich euch hier nicht totquatsche, beziehungsweise mein Video volllabere und das näher gar nicht auf dem Video drauf ist. Ah, wunderbar. Genau, es war doch hier, oder? Wir sind doch hierher gereist, weil wir da hinten zum Bötchen wollen, oder? So irgendwie war das doch. Ja, genau. Na gut, dann kann ich das drauf lassen und ja, begrüße euch dann wieder im Part 367, glaube ich. Ja, und da gehen wir mal zu Jennifer und gucken mal, was die jetzt mit den Infos da anfangen kann, beziehungsweise ob die mit mir kommt. Wohin des Weges? Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam.
Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Ja, ausreichend. Ihr interpretiert da was rein. Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na, gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikkerok. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Art Skellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Siri. Muss ich die Fringilla Vigo oder wie sie auch immer heißt? Muss ich die gar nicht? Muss ich die gar nicht befreien vom Kaiser oder was? Und jetzt lässt das Spiel mir die Wahl, Reise auf die Insel, auf der sich Avalachs Labor befindet. Vorbereitung für die Schlacht aktualisiert. Aha. Kind vom älteren Blut. Also jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, da wieder zu starten. Ich weiß es nicht genau. Ich guck mal gerade. Ach, nicht auf die Weltkarte. Ach, ich bin auch durcheinander, wie meine Xbox. So, Kind vom älteren Blut. Reise auf die Insel Bla mit Avalach. Hier Sonnenstein. Triff Philippa in den Elfenruinen. Das könnte ich machen. Vini, Vidi, Vicho, Vigo ist, schleiche dich im Schutz der Dunkelheit. Tja, und jetzt kann ich mir überlegen, was ich da mache, oder was? Oder muss ich alle drei machen? Bauen die aufeinander auf? Weil jetzt habe ich ja eine Zauberin dort hinten. Jetzt ist sie ja doch mit dorthin gekommen, also hier zum Sonnenstein. Erdin könnte nur mit Hilfe von Magiern und nur in dieser Welt besiegt werden, da der König der wilden Jagd die Nagelfar, das Geisterschiff aus dem Skellige Legenden, in eine andere Welt gesegelt hatte. Mussten unsere Helden ihn zurückrufen und ihm den Fluchtweg abschneiden. Dies war nur durch eine gemeinsam handelnde Magiergruppe und mit Hilfe eines legendären Elfenartefakts zu bewerkstelligen, dem Sonnenstein. Aha. Und das hier ist wahrscheinlich eher so eine Sache, wo ich... Also das hier scheint Richtung Ende zu sein. Was ist das hier eigentlich? Ah, finde den Sonnenstein, hol Fringilla aus dem Schiff. Also da geht gehen, da wird alles dann. Triff Avalach auf dem Schiff. Ah, das habe ich schon gemacht. Ah, finde heraus, ob Avalach etwas verbirgt. Das ist wahrscheinlich alles... Also es könnte sein, dass ich jetzt auch nochmal eine Entscheidung Richtung Ende treffe. Hier, du werde ich ihm halt, wie soll ich sagen... Wie heißt, jetzt komme ich nicht aufs Wort, also vertraue ich ihm nicht. Wie sagt man? Keine Ahnung. Ich misstraue ihm. Genau, ich glaube, das habe ich gesucht. Also wenn ich ihm hier misstraue, wird das vielleicht hier was anderes auslösen. Keine Ahnung. Und hier ist vielleicht noch wichtig, die zu befreien. Was weiß ich? Jo, also machen wir auf jeden Fall zuerst Kind vom älteren Blut. Gucken wir mal, was bei der Nummer da jetzt rauskommt. Ach du Gott. So, und da reisen wir mal wieder zurück. Oder beziehungsweise dorthin, wo wir hinreisen sollen. Wahnsinn. Boah, heute Morgen ist wieder ein bisschen holprig. Ist ja Wahnsinn. Die Xbox stolpert, ich stolpere oder holpere. Ja, und Gehirn ist noch offline sozusagen. Und da will ich heute noch ein neues Let's Play anfangen. Ich glaube, das kann ich vergessen, oder? 877 von 2000 Erfahrungspunkte. So, da hinten sollen wir hinreisen. Echt da hinten? What? Ah, das ist diese Küste. Ah, und hier sind auch noch... Oh, da könnten wir das... Die zwei Sachen könnten wir sich noch ansehen, was das ist. Ja, reisen wir mal dorthin direkt mit Schnellreise. Habe ich das mal freigeschaltet? Oder ist das jetzt freigeschaltet worden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt schnell reisetechnisch hier ab. Neue Markierung, Eingang. Das ist jetzt auch die Insel. Ja, genau, das ist auch die Quest. Die ist jetzt hier direkt... Sollen wir uns diese zwei Fragezeichen noch ansehen, die hier sind, direkt vor Ort? Kann ich hier mit dem Boot hinsegeln? Moment mal, gerade interessiert mich nur, wenn sie gerade so vor der Nase liegen, ist ja schon interessant, oder? Ich denke, das könnten wir schon machen. Einmal hier hinsegeln und einmal hier hinsegeln. Ja, ist gerade auf einem Weg. Ja, komm, das machen wir schnell. Was soll's, bevor ich jetzt mit der Quest da weitermache. Ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer, aber jo, macht ja schon Sinn. Hallo? Hexe? Hexe? Was macht er schon wieder? Aha. So, kannst du jetzt auch Gas geben. So, wie ging das? Schneller segeln, A halten. Ja genau, in die andere Richtung bitte, Hexer. Ja komm, das gucken wir uns schnell an.
Fleisch habe ich da. Das eine ist im Wasser, das ist natürlich ein bisschen nervig wahrscheinlich. Aber da haben wir nochmal zwei Kriegsbeute. Oh, und Gegner. Oh nee. Oh, wie das immer nervt. Stufe 31. Ich dachte eigentlich mit 28 oder sowas kann man das Spiel abschließen. Da war ich wahrscheinlich falsch informiert. Nehme ich mal stark an. So, vielleicht muss ich ja gar nicht kämpfen jetzt. Das wäre ganz sinnvoll. Oh, sieht nicht so aus. Ertrunken, ne? Hm. Und der direkt vor meiner Nase ist. So, hat er jetzt da... Oh Gott, komm, mach den down. Mach ihn down, mach ihn down. So, nervt nicht. Und da unten, darum wird sich's wohl handeln, um die Kriegsbeute da unten. Vielleicht ist das ja wieder irgendwas Wichtiges. Komm, nimm's auf. So, irgendein Runenstein. Ja, das war's schon. Komm, mach sie down. Aha. Haben wir alles hier? Komm, mach ihn. Oh, werd ich da vermöbelt. Das ist echt Wahnsinn. Na gut, die machen eigentlich gar keinen Schaden mehr. Also hoch, komm. Das ist mir jetzt zu doof. Gib Gas, Hexer. Was macht der da? Immer noch nicht oben. Ah, jetzt. Hallo, was macht denn der? Ist der doof? Nach oben. So, jetzt. Jetzt geht's weiter. So, raus hier und weiter schwimmen. Kommen die Ertrunkenen noch zu mir? Wahrscheinlich muss ich mich da... Ach nee, ich muss mich nicht da hinsetzen. Ich muss natürlich ans Steuer. Das war ja auch einmal, wo ich mich da geirrt habe. Das war auch so geil, wo ich ewig im Boot... Ich glaube, da habe ich auch neu geladen, weil ich dachte, das wäre ein Fehler. Und da war es gar keiner. War auch bitter. So, hoffentlich kann ich von dort hinten direkt wieder zurückreisen. Das wäre... Oh, Charakter. Leute, was ist denn mit meinem Gehirn los? Ist das jetzt komplett offline geschaltet? Jetzt geht die Xbox wahrscheinlich wieder... Was ist das? Moment. Achso, ist einfach nur ein Hafen. Gut, alles klar. Ja, Hafensymbol. Hoffentlich ist dort hinten auch eine Schnellreise. Oder ein Schnellreisepunkt, dass ich da schnell wieder zurückkomme. Wobei es geht nochmal, ist ja relativ schnell dort. Nur es nervt ein bisschen. Dann wieder das Hin- und Her-Segeln. Das hatten wir schon bei Zelda The Wind Waker genug. Da habe ich meine Segelerfahrung schon komplett ausgereizt. Von meinem Spielen her, sage ich mal. Ja. Da war meine Zockerseele schon aufgebraucht. Bei Wind Waker. Da hat es mir komischerweise sehr gut gefallen. Da bin ich sehr, sehr gerne rumgesegelt. Es hat so einen coolen, irgendwie eine coole Frische gehabt. Es gab ja etliche, die sich da, die voll genervt sind, die das bis heute noch als ganz, ganz schlimm ansehen, die Triforce-Teile da zu sammeln und so. Ich fand das echt ganz angenehm eigentlich, komischerweise. Wahrscheinlich bin ich auch einfach nur verrückt. Was weiß ich. Oh, und das ist auch so ein Schiff. Oh Gott, nee. Und eine Serie. Oh Gott, hier ist es komplett nervig. Komm, aber das ist so weit abseits. Da muss doch jetzt irgendwas sein. Komm, geh aus deinem Boot. Hexer, Hexer. Was macht ihr da? Oh, komm, ich gehe an Land. Ich versuche an Land gegen die zu kämpfen. So, komm her. Komm du auch her. Genau. Nein. Ich wollte dich eigentlich aus der Luft holen. Was jetzt, du Stück? So ist es. Erste down. So, die da hängt immer noch da dran rum. Dann versuche ich das einfach zu nutzen, wenn sie so doof da dran rumhängt. Kann ich das machen? Treffe ich die? Komm, triff sie irgendwie. Oh. Oh, Hexer. Komm ich da gar nicht drauf aufs Schiff? Nö. Ach, das ist doof gemacht, dass dann im Kampf die Steuerung sich ändert. Das ist echt ein bisschen nervig. Ach komm, egal. Ab ins Wasser. Kriegsbeute mal wieder. Ich habe eigentlich... Jetzt sind unbedingt mit was anderem hier gerechnet, aber ein bisschen anders sozusagen. So. Ich sammle jetzt irgendwas mal ein. Wenn das ja irgendein Rezept oder wichtige Waffe wäre, wird das ja eigentlich meist angezeigt. Fliegt das Ding wieder? Auf jeden Fall kann ich so nicht looten. Ich kann nur im Wasser looten. Ach, das ist alles so. Ah, je. Ah, das wäre tatsächlich eine wichtige Kiste gewesen. Seht ihr die Farbe? Da wäre bestimmt auch irgendwas drin gewesen. Was weiß ich? Ah, da unten. Oh je, und da sind... Oh nee, ich ahne Böses. Hautdegenstiefel. Ja, wegen mir. So, was haben wir hier noch? Da liegt doch irgendjemand. Da ist bestimmt wieder ein Zettel dabei, wo wir lesen können. Ja, wahrscheinlich. Nee, nur ein Apfel. Okay, das ist angenehm. Nichts lesen ist immer gut. Ja, schwarz-magische Puppe. Aha, was auch immer die hier treiben, es ist sehr merkwürdig. Komm, ich bin im Wasser, mach eine Down. Ich bin doch im Wasser. Das ist doch jetzt nicht wahr. Naja, haben wir wenigstens wieder zwei Fragezeichen erledigt. Komm, geht dann so halt ins Boot. Kriegst du das hin? Das kriegt er hin, Gott sei Dank. Und jetzt hängt die hier fest und dann kann ich es attackieren. Ach, so geht's also. Wunderschön. So, die andere Frage ist, was ist hier eigentlich noch so los? Ist hier noch irgendwas los auf der Insel da? Ich meine, die Insel ist ja nicht umsonst hier, oder? Jetzt löse ich noch einen Fehler aus und das ganze Spiel hängt sich auf oder so.
Was ist das? Kann ich hier auch tauchen oder so? Nicht wirklich, ne? Und auch nicht wirklich weit. Das ist jetzt einfach so eine Insel da und das war's. Komisch, oder? Sehr merkwürdig irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Na, ich glaube, wenn das Spiel mir hier nichts mehr anzeigt, dann gehen wir mal dorthin. Kann ich schon noch einen anderen Weg hoch, dahin, den Berg da hoch? Nö. Auch doch, könnte sein. Was weiß ich, doch. Dürfte möglich sein. Was ist das für ein Turm da hinten? Waren wir da mal? Oh Gott, ey, ich bin hier völlig verwirrt. War ich bei dem Turm mal? Bin ich mir jetzt echt gar nicht so sicher. Was mache ich da? Ich rutsche. Oh Gott. Ja, dann haben wir wieder 16 Minuten reiner Quatsch auf der Uhr. Das ist wirklich nicht zu fassen jetzt. Nö, da ist gar nichts. Da ist wirklich gar nichts. Ne, Leute, da will ich euch nicht weiter langweilen. Da werde ich es jetzt so machen. 16 Minuten geht ja. Das kann ich ja so lassen, so ungefähr. Dann werde ich das als Part durchgehen lassen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ach ne, Quatsch, ich muss dir noch Sachen rausschneiden. Ach Gott. Ja gut, aber das war nicht so lange. Wenn nicht, ist der Part ein bisschen kürzer. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie lang der Part ist, aber ich will euch jetzt ersparen, dass ich jetzt wieder zurücksegeln muss. Ja, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Tut mir leid, dass es heute ein bisschen kürzer wurde, aber wie gesagt, ich will euch nicht langweilen und jetzt eine halbe Minute, Minute durch die Gegend segeln. Machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Ich wünsche euch was und habt einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao.